Wir stecken ja in der Energiewende mitten in den kompletten Themenkomplexen drin. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich auf der Fachgesellschaftsseite als auch auf der Technologie- und Innovationsseite unsere Experten in Wissenschaft und Anwendungen, die sich mit den Problemlösungen beschäftigen. Auf der Standardisierungsseite, das war das heutige Thema, letztendlich unsere Standardisierungsexperten, die daraus Normen ableiten. Dann sind wir beim Prüfen und Zertifizieren, die für die Sicherheit und die Qualität der entsprechenden Technologien sorgen. Und letztendlich dann noch auf der Anwendungsseite, zum Beispiel VDE Renewables, die ganz nah in der Anwendung sind und im Feld Anlagen installieren, abnehmen und zertifizieren. Ich bin ja einfacher Ingenieur und Kritikpunkte liegen nicht auf der technologischen Seite, denn für viele Problemstellungen, die wir besprechen, sind die Technologien lange entwickelt. Ob es jetzt Downscaling-Technologien aus den Transmissions- und Generationsebenen sind, in die Distributionsebenen hinein oder andere Technologien. Die meisten Hürden liegen auf der ökonomischen Seite, die liegen auf der politischen Seite und auf der regulatorischen Seite. Menschen zu bewegen, also Resonanz zu schaffen, ist letztendlich eine der großen Herausforderungen, nicht nur in Führung einer solchen Organisation wie dem VDE, sondern bei allen Überzeugungsarbeiten. Und der Hebel ist prinzipiell einfach klingend, nämlich das Wertesystem der entsprechenden Zielgruppe zu erreichen, Resonanzen zu schaffen, um letztendlich dann Betroffenheit zu schaffen und eine größere Menge, in diesem Fall ist das die größte Herausforderung, die wir aktuell sowieso haben, nämlich im Grunde genommen die Menschheit davon zu überzeugen, dass es letztendlich zur Energiewende keine Alternative gibt. Ich glaube, hier auf dem Innovation Campus lernt man relativ hautnah, dass Normung weit entfernt ist heutzutage von der klassischen trockenen Normung, wie sie in der Historie immer belegt war. Normung ist heute sehr, sehr nah an Technologie, ist sehr, sehr nah am Markt und ist sehr, sehr nah am Wettbewerb. Und wir merken das ja heute in den internationalen politischen Diskussionen. Es werden unter anderem nationale Standards dafür so genutzt, um Märkte zu beeinflussen, um sie zu blocken. Und da müssen wir entgegenwirken. Und je größer die Community ist, die das versteht und entsprechend umsetzt, desto besser. Und der DKE Innovation Campus trägt dazu bei.